Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Baldur's Gate 3. Dann schauen wir uns hier noch ein bisschen weiter um. Ein paar Chänchen. Don't bug me. I'm making plans. Big plans, see? Okay. Guy. He's all riled up. Best you do go away. Scheint so. So, ja, die scheinen alle jetzt nicht so ganz begeistert davon zu sein. Dann Steinfürsten finden. Ja, das ist dann alles außerhalb. Hier unten ist dann, glaube ich, erstmal nichts mehr, ne? Da geht's halt noch weiter runter. Ja, ich glaube, ich gehe aber. Ich glaube, ich würde jetzt erstmal Minsk finden. Ich hoffe mal, dass mit dem. Angeblich haben wir keinen Zeitdruck. So, wo kommen wir eigentlich hier raus? Ah, okay. I'd expect a flaming fist or four to be stationed nearby. Ja, macht halt keinen Sinn, wenn die Diebesgilde hier rumläuft. Oh, ah, wir sind jetzt ganz hier draußen irgendwo. Alles klar. So, ja, wieder ein Haufen Spielzeuge. Das wäre was für Gale. Ja, Frank ist gerade in der Nähe. Machen wir das doch mal. Ah, Ermittlungsgebiet. Flaming Fist Investigation underway. Stay back. Wollen wir sonst irgendwie noch rein? Ich glaube nicht. Dann hauen wir das doch mal kurz um. Hallo. So, die geht's auch nicht mehr so gut. Der blutige Zettel wurde von unsteter, aufgeregter Hand geschrieben. Ihr mischt euch in Dinge ein, die euch nichts angehen, Birnbaum. Die Feuerspur des Fürstlings in meiner Stadt zu verurteilen. Abstoßend. Sie hinterlassen kein Blut, nur Leichenasche. Die Sache ist ganz und gar stillos. Ich wandle durch euren Keller, während ich diese Worte schreibe. Der ist wirklich groß, geräumig. Man wird nie alle Fetzen von euch finden, wenn ich sie gut, hier gut verteile. Okay. Muss mal ins Lager, dann hatten wir noch lose Planken. Ah, ein Schlüssel. Wo ist die Truhe? Und noch ein Blutfleck. Ah, da. Und noch eine Luke drunter. So,
zahlreiche tiefrote bräunliche Spritze. Achso, das sind ja die nächsten Mord nach dem Tyrannus Mordgottes. Jawohl. Genau, Cora wäre die nächste. Ach schon, der Gott. Das sind die Leute, die wir noch suchen müssen. Nö. Okay. Kann ich mit dem Schlüssel machen? Trust no one. Mach du mal. Easy. Alles klar. Still alive. So that's progress. Dann schauen wir uns das hier unten mal an. Nichts von Interesse. That corpse is huge. And is that a burning heart? Da haben wir den Arm. Sehr schön. A clown's arm. Dribbles, no doubt. So, Abbild von Yagashagura, der seine Sterblichkeit verbrannt hatte. Welchen Nutzen hatte sein Herz? Er hielt sich für einen Titan, starb aber nach seiner Mutter flehend. Darunter eine Vitrine und die rote. Okay, so, dann haben wir das nächste. Nehm's mal mit. Und Angebote. Alles klar. Fesselnde Höllen. Ja, alles klar. So. Ich denke, die Truhe ist dann da hinten irgendwo. Hinter dieser Tür zum Beispiel. Und kurz ein ganz schönes Stück weiter. Alles nicht so interessant. Schwere Armbrust. Ja, das sind alles normale Waffen. Ja, warum nicht? Halt immer noch nichts seine Truhe, was seine Truhe angeht. Da ist ein. Oh, Langschwert plus 1 immerhin. Das kann ich zu den Waren mal hinzufügen. Ja, das ist nicht zu bedienen. Ah. Das könnte es sein. Okay, Kurzschwert, Plattenpanzerrüstung. Genau, die Karlach. Plattenpanzer plus 2 ans Lager erstmal. Kurzschwert wäre doch was für Astarion, glaube ich. Also Will. Genau, das ist ein Dolch plus 1. Okay, du bist aber nicht damit geübt. Bist du damit geübt? Ja, du hast aber halt schon den plus 2. Ja. Dann wird das dann, glaube ich, auch mal verkauft. Schön. Jo, dann haben wir das. Let's move. Can't give up now. Very well.
Ah, alles klar. So. Was mit euch? We're not lost. Just taking in the view before continuing on our way. Natürlich. Why don't we just retrace our steps? Do you remember which way we came? The humble home of Frank Peartree. Ja. Wir haben doch von dir eigentlich alles mitgenommen. Ist das noch aktiv? Naja, gut. Dann. Genau, das mache ich dann mit Will. Cora wäre da oben. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir da mal hoch. Dann machen wir gerade die Spielzeuge. Ja, komm. Things aren't like they used to be. Broadsheet says it all, really. The paper quality is atrocious. Worn edges, easy tearing. That newfangled mechanical printworks is to blame. Mm-hmm. Fireworks will brighten your day. So, ich glaube, wir sollen direkt mal hoch. Employees only past this point. You want to buy something? Talk to Mr. Sonshaw. Okay. Faces, hands and eyebrows. How do we protect them? Watch for wind direction. Put on your gloves. And a light at arm's length. Very good. And what does Uncle Fologir always say? Once it's lit, you commit. Excellent. Now remember, Fologir's fireworks accepts no liability for singed nails, toasted eyelashes, loss of limbs, scalded torsos, or blown off heads. Now, you there. What can I do for you? You feel an all too familiar squirm in the recesses of your mind. He has a tadpole. Aha. A fellow friend of Gortash. Praise the Absolute. I have a special sample, available just for you, if you wish. Sicher, warum nicht? This one will be very useful against any and all enemies of Gortash. Be sure to be clear of its explosion area. Please enjoy responsibly, and nowhere near this establishment. Is there anything else I can do for you? Was macht er sonst noch für Fürst Gortash? What else? I don't know what you mean. We're purveyors of smoke powder. Anything that can be lit, flamed or fired up. Smoke powder is a beautiful mistress. She will not be limited to one form, and she is quite malleable in the right hands. What are you really asking, friend of Gortash? Mein letzter Auftrag ist verspätet. Gott, ich will wissen, warum. Ach. Wir haben aber, glaube ich, genug Inspiration, oder? Jo. Essa. Forgive me. I did not know I had kept Gortash's humble servant waiting. You may bring this message to him. Everything is right on schedule. The next batch will be dispatched within a 10-day. Exceptional quality, if I do say so myself. The Gondians will know it when they see it. I believe that concludes this purchase order. We very much appreciate Lord Gortash's continued honoring of our humble establishment with his custom. Mention the parchment quality of the Gazette. Okay. Awful. 8, 9, 10. Good. So, Robin. He's a bit of a genius, isn't he? At sales, not fireworks. Of course, it helps to have the only license in town to sell the stuff.
Auf jeden Fall. Have you tried the Lanternese candles? Or perhaps the delicate simplicity of a perfectly crafted torch is more to your taste. Seid ihr Fellow Gear? Heavens no. I'm just the humble proprietor. Avery Sunshall, at your service. Descendant of the great Fellowgear Sunshall. But you can call me Fellowgear if you like. Help spread the brand, see? Ich weiß noch nicht. Kann ich mir mal ansehen, was ihr so da habt? Of course. Browse responsibly, now. Hast du ein Geld? Ja. Fackel, Fackel, Fackel. Ah, ja, Knalldrachen. Schön. Dann kannst du mal die Waren haben. Ansonsten passt das, glaube ich. Kann man die Seile noch abgeben. Ich denke, eins reicht pro Person. Remember, once it's lit, you commit. And if it's not a firework, do whatever you like. Gut, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir da irgendwie hochkommen. Any torches, matches, wizards or other sources of open flame, keep them unlit, please. Wäre eine Idee. Ach, hier wäre auch noch eine Luke. Oh, da ist jemand gestorben. You still look like a customer to me, mate. Talk to Mr. Sunshall. Okay, muss mir was überlegen. Gut, was ist denn hier passiert? I got lost, and then when I found Mummy and Daddy again, they wouldn't get up. I shouldn't have run away. I'm just sorry. Steady. Oh, poor kid found his parents like this. It's a tragedy, yeah. But it's not like we can look after him. Little un found his forks gutted. Didn't see it happen, or thank the gods. City's home to some proper sick bastards. Okay, ich glaube, da können wir erstmal nicht viel mehr machen. Shouldn't have run away. Okay. Gut, wie kommen wir da hoch? Sekretärin Tamara. Hier gibt es Doppeltüren. Ah, wir können vielleicht versuchen, hier rüber zu klettern. Vielleicht gibt es dann auch Ärger. Ist da nicht genügend Platz? Schade, gibt's hier irgendeine Möglichkeit reinzukommen? Ich will hier halt ungern umhauen. Vorerst mal. Pipes are looking a little rusted.
Are we scheduled for maintenance? Failure on a critical pipe. Not critical, just a bastard if it breaks. Won't blow us up. Wir hätten halt, warte mal, kriegen wir das hin, dass wir hier durchschleichen? Gerade so? So, hier ist aber glaube ich nichts Interessantes erstmal. Schade. Scheint so. A quick rummage. Holztruhe, ich müsste vorher einen Hebel, gerne. Sehr schön. Die nehme ich mal mit. Den kriegst du wie üblich. Traps. How considerate. Das stimmt natürlich. Oh. Autsch. Das ist jetzt alles hier ausgelöst. Ah. Na gut. Guck mal, was da noch hinten dran ist. Ja, dann wirst du das wahrscheinlich draußen irgendwo aus. Ja, rauskommen. Tja. Ja, ich glaube, wenn wir das halt nicht in die Luft jagen, haben wir, glaube ich, keine Möglichkeit, hier irgendwie weiterzukommen. Employees only past this point. You want to buy something? Talk to Mr. Sunshall. All right. Any torches, matches, wizards or other sort? Yep. A little small talk. Hier eigentlich reden. Not critical, just a bastard if it breaks. Don't linger. What to do? Keep your distance, darling. You still look like a Jo, ich weiß. Ich würde gerne. Das Spiel ist gerade ein bisschen verpackt. Alles klar. Dann. Aber ich brauche, glaube ich, doch was. Einmal schnell reisen. Hi.
Not to mention the parchment quality of the Gazette. 12, 13, 14. Oh, rats, I'm short. Mm-hmm. Fireworks never hurt anyone. That's just what grown-ups say to make us not want to play with them. Ja, wahrscheinlich. So, dann. Have you tried the Lanternese candles? Or perhaps the delicate simplicity of a perfectly crafted torch is more to your taste? Ah gut, da kann ich auch nichts Neues machen. Okay, dann warte ich damit mal noch gerade ab. So, den Birnbaum haben wir. Magier für Tiefwasser mache ich dann mit Dings. Dann lassen wir nach Norden zu Cora gehen. Vielleicht finden wir da auch wieder ein Stück von dem Clown. Na, Kautz? Do you know how hard it was to get those cabbages into the city? Nigh on impossible. Hm. So ein Pech aber auch. That's enough of that. Lord Gortash has everything under control. You don't need agitators like you ruining it. I'll never understand people who don't want to be famous. The more the people like you, the more you can get away with. Das stimmt. So, wie sieht's denn aus? Jupp, da dann links rein. Ah, liebst du das eigentlich noch? Why, hello there. We were just about to try some of Master Metzli's delightful wines. Would you care to join us? Oh, they do look ever so tasty. Ah, Mrs. Highbury, I prefer to conduct tastings individually, so I may assess your palate. Call me Cora, Master Metzli, and I'm afraid I must insist on their joining us. Wine's no good without company, after all. The wine scent is almost sickly sweet, with an acrid note just on the periphery. Poison. Oh, ein vergifteter Wein. Das ist mein echter, ein echter Klassiker. No, it was perfect. Perfect, perfect, perfect. You have sullied it with knowledge, made it an unclean sacrifice. I will remember your face. And I will peel it from your skull, should you interfere again. Okay. Hast du ihn mitgenommen, scheinbar? Okay, damals müssen wir noch ein Dings gekriegt. Ah, Will ist, glaube ich, auch noch nicht so weit drin, dass ihr im Kampf dabei seid, ne? Okay. Schalten wir vielleicht dich erstmal aus. Cool. Das hat gesessen. Into the shadows. Na gut. Simons. Survival is all that matters. So. Ja, schaden kann's nicht. Dann erlegen wir dich mal.
Ja gut, das lohnt nicht. Ehrlich gesagt. Und ihr noch. Jetzt kann ich es mal nutzen. Ja, das ist in Ordnung. Hier geben wir noch einen mit. Autsch. Das ist auf jeden Fall ein höllischen Tag. Naja. Immerhin. So, dann, ja, lass du mal hier drauf prügeln. Sehr schön. No holding back. Ja, da du gerade im Nahkampf bist, nicht rechtzeitig zu erledigen. Nein. Leider nicht. War noch irgendwas Interessantes? Nebelschritten. Nö. So, lass du vielleicht mal jemanden ausschalten, der noch nichts abgekriegt hat. Oh, die haben alle schon wieder, ne? Du hast noch nichts abgekriegt. Das hat sich gelohnt. Na gut, wie gesagt, gut ausgeleuchtet. Versuchen kann man es, aber... So, ich glaube, dann kannst du aber hier gerade mal aufräumen. Meins. Jo. Aber gut, zumindest haben wir ein bisschen was hier aufgeräumt. Das braucht es nicht unbedingt. Ja. Vielversprechender Kandidat. Zwei mit den Narben sind ein vielversprechender Kandidat für einen unheiligen Assassinen. Ein kruder Charakter zwar... doch seine Mordmethoden sind künstlerisch ja innovativ. Er hat ein tödliches Weinfest organisiert, um sein nächstes Ziel zu eliminieren. Okay, alles klar. Gut, dann würde ich aber mal sagen, wir beenden die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.